Wir haben Deutschlands dreistesten Lügner und Kriminellen auffliegen und verhaften lassen. Die Hunters sind zurück. Du weißt es und wir wissen es. Guck mich jetzt nicht so dämlich an. Ich habe auch Nichten. Und wenn ich dich erwischt hätte, was meinst du, was ich mit dir gemacht hätte? Keiner will dich hier anfassen, wobei für ihn kann ich nicht sprechen. Das ist Jimmy. Jimmy ist 33. Jimmy mag mit Kindern. Jimmy denkt, er schreibt gerade mit der 12-jährigen Nina, aber er schreibt mit uns. Jimmy ist so irre, dass man nicht weiß, ob Jimmy lügt oder ob er tatsächlich der Schlimmste ist, den wir bisher hatten. Jimmy erzählt oft von seiner Cousine und auch von seiner Nachbarin. Die eine ist 13, die andere ist 12. Jimmy hat mit Nina, also unserem Lockvogel Denise, telefoniert und sich für Samstag in Minden verabredet. Aber statt Nina erwarten ihn da die Panthers. Alles besprochen für nachher. Er muss nur auftauchen. Ja, heißt er, ist jetzt ein halbes Jahr mit dir in Kontakt, ja. Hat Kinder geschickt, hat angegeben, dass er angeblich mit seiner 13-jährigen Cousine hatte. Er hat angegeben, dass er mit seiner 13-jährigen oder 12-jährigen Nachbarin hatte und glaubt jetzt, sich mit einem 12-jährigen Mädchen zu treffen, um zu haben. Wir gucken, wenn er hier ankommt, müsste das gegen 14.23 Uhr sein, Gleis 12. Jeder kennt seine Position. Guckt, dass ihr auf jeden Fall... Während Nick die Einsatzbesprechung leitet, erkläre ich euch schnell den Plan. Wir wissen, mit welchem Zug Jimmy ankommt. Also haben wir uns über das gesamte Gebiet verteilt. Wenn Jimmy aussteigt, wird er von unseren Leuten bereits in Empfang genommen. Jimmy muss durch einen Gang, um zum Treffpunkt zu gelangen. Dort wird er dann von Team 2 begleitet, das ihn letztendlich am Ausgang an Team 3 übergibt. Die Konfro findet dann am Parkplatz statt. Dort ist er bereits in der Falle, bevor er es merkt. Hier ist es auch etwas ruhiger, sodass wir ihm die Dinge eintrichtern können, die er hören muss. Jo, die Konfro dran. Okay, verstanden. So, jetzt Augen offen halten. So, der Zug rollt ein. Wir sind gespannt, ob er drin sitzt. Ja, Zug fährt ein, bereit machen. Entschuldigung, hast du die Uhrzeit? Weißt du, wie viel Uhr wir haben? Kennst du dich hier ein bisschen aus? Ja, ein bisschen. Wir drehen heute. Ich mach Filme und so weiter. Ach so. Ja. Wir drehen so eine Sendung. Und das heißt sie. Die ist richtig gut. Die ist relativ erfolgreich. Du bist heute unser Hauptdarsteller. Ich? Ja. Nee? Nee. Ja? Was machst du denn hier? Ich wollte eine Freundin besuchen. Ja? Wie heißt sie? Nina? Oh, gute Frage. Um was geht es jetzt? Ich weiß nicht. Wie alt ist sie denn? 12, glaube ich. Ich weiß es nicht jetzt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 33. Ich wollte sagen, du kommst ein bisschen spät, pubertär. Kann das sein? Das war jetzt nur so. Ich hab jetzt keine Aufsicht gemacht. It was at this moment that he knew. Lass mal darüber an, Franzi. Jetzt achtet mal darauf, wie arrogant, selbstgefällig und dreist er sich versucht rauszureden. Dieser Typ ist sich nicht zu schade, sein eigenes Patenkind vorzuschieben, als Entschuldigung. Es ist natürlich klar, auch für das, was du geschickt hast, dieses Bild, Kinderbild, das du geschickt hast. Wir sind seit einem halben Jahr sind wir mit dir in Kontakt.
Und wir wissen, was du geschrieben hast. Du hast nur mit uns geschrieben, die ganze Zeit. Ich bin auch angeklagt wegen sowas und das ist nämlich gerade mein Problem, weil ich werde verurteilt, was ich gar nicht gemacht habe. Ja, aber du hast uns ja geschrieben. Ja, aber das Problem ist, ich habe jetzt eine komplett neue Nummer, ich habe eine komplett neue E-Mail-Adresse, ich habe alles geändert. Aber wir haben mit dir doch vorgestern telefoniert. Vorgestern telefoniert? Videocall, das warst du doch. Ja, das war ich. Aber da habe ich doch nicht irgendwas. Naja, wir können, guck mal, ne, wir können jetzt ein bisschen so auf dumm tun. Aber du weißt es. Komm. Das Ding ist, wir sind nicht die Polizei. Du weißt es und wir wissen es. Das ist Fakt. Wir wissen das. So. Und du hast dieses Bild geschickt und du hast gesagt, du hast mehrere. Du hast gesagt, dass du es mit deiner 13-jährigen Cousine hast. Ja, ja. Ich kann dir den Chat auch nochmal zeigen, aber das wird die Polizei, glaube ich, mehr interessieren. Und du hast gesagt, dass du mit einer, ich glaube, 12- oder 13-jährigen Nachbarin aus hast. Bitte, ne, guck mich jetzt nicht so dämlich an. Wir beide wissen es. Wir beide wissen es. Und das Ding ist, wir wollten uns ja im Februar oder März wollten wir uns ja auch treffen. Ja, wir machen schon Platz. Ja, das sind geile Dinger, ey. Dankeschön. Ja, vorne wird geblitzt, Vorsicht. Sie haben Stock hinten in der Speiche. Wenn du wegen sowas auch schon, ich sag mal, zumindest ein Strafverfahren am Laufen hast. Nee, das läuft noch nicht. Das kommt jetzt einmal nächstes Jahr. Ja gut, aber dann, das heißt, es wurde eine Anzeige gemacht und seitdem läuft halt, oder? Ja, natürlich. Na, also. Aber warum? Dich mit kleinen Mädchen treffen, um Sex zu haben. Und denen sagen, dass du Sex hast. Nee, ich hab nie gesagt, dass ich... Stimmt, du hast nicht gesagt, du hast es geschrieben. Wir haben es doch schon. Nein, natürlich. Wir haben es doch. Wir haben es doch auf dem USB-Stick. Wir haben den ganzen Verlauf, dass ich mit der irgendwas machen will. Doch, du hast auch ein Schmerzbild geschickt oder von wem war das? Nein, das ist es ja. Das wird mir angeklagt gerade. Wegen dieser Scheiße. Da haben wir meinen E-Mail-Account. Und hat seinen Schmerz fotografiert. Ich weiß es auch nicht. Weil du so eine wichtige Person. Weil du so. Drei sogar schon. Zwei Anklagen. So. Jetzt bald hast du drei. Hausdurchsuchung. Ja, da, drei Hausdurchsuchungen. Dann müsste das die vierte werden. Guck mal, du wohnst bei deinen Eltern. Warum tust du sowas deinen Eltern an? Ja, die Frage ist, warum tut man mir sowas an? Weil die können okay, das ist alles, pass auf, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Du weißt ganz genau, das macht keinen Sinn. Das kannst du nachher der Polizei versuchen zu erklären. Wie gesagt, tu mir einen Gefallen. Du kannst anrufen, wen du willst, aber pass auf. Ja. Ich will die Hände sehen. Ne? Wenn du jetzt anfängst, irgendwelche hektischen Bewegungen zu machen, deine Hosentasche zu greifen oder sonst irgendwas. So, und wenn ich das Gefühl habe, weil das ist auch eine Sache, bis wir die Polizei gerufen haben, möchte ich, dass du das Handy erstmal in Ruhe lässt. Weil wenn du anfängst, da jetzt irgendwelche Sachen da zu löschen und so weiter, dann dürften wir dich theoretisch davon abhalten, was wir nicht wollen. Ich will dich nicht anfassen. Keiner will dich hier anfassen, wobei für ihn kann ich nicht sprechen. Aber solange ich hier bin, kannst du da sicher sein, dass der nicht auf deinem Kopf rumspringt. Also, wir hoffen, dass das so. Ja. Wir haben dann die Polizei gerufen. Dies hielt Jimmy jedoch nicht davon ab, sich selbst weiterhin um Kopf und Kragen zu reden. Unter anderem hiermit. Jetzt? Ich hab selbst Fragen, Kinder. Naja, dann erst recht. Ja, dann erst recht. Deswegen meine ich ja, das ist ja gerade das Schlimme. Wenn ich selbst Patenkinder habe, dann mache ich doch so einen Scheiß nicht. Und auch damit. Weil ich selbst halt über 10 Jahre leide, weil mir irgendwelche Leute halt totgetreten haben. Was für eine billige Entschuldigung ist das denn bitte? Ich wurde auch schon zusammengeprügelt. Laufe ich jetzt rum und für Kinder oder was? Ich habe noch nie auf ein Kind. Dann lass dich einweisen, Mann. Ich habe auch Nichten, ne? Und wenn ich dich erwischt hätte, was meinst du, was ich mit dir gemacht hätte? Keine Vorstellung. Die Polizei hat ihn dann verhaftet. Es gab Hausdurchsuchung Nummer 4 und seine Eltern haben ihm hoffentlich Hausarrest bis zur Gerichtsverhandlung gegeben. You've been busted.